Die Symptome sind sehr indifferent. Es ist Müdigkeit, es sind Gliedermuskelschmerzen, es ist Abgespanntheit, Konzentrationsschwächen. Das kann auch tausend andere Ursachen haben. Wenn die Belastungen dann natürlich höher sind, dann geht es weiter mit Koliken. Das hatten wir ja hier in diesem Fall. Aber auch eine Magen-Darm-Kolik lang anhalten kann theoretisch auch eine andere Ursachen haben. Vorweg eine Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalthandlungen, von psychischer und physischer Gewalt. Solltet ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben oder Betroffene kennen, findet ihr AnsprechpartnerInnen beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08000 116 016. Diese und weitere Infos findet ihr auch in den Shownotes. 11. August 2014 in einem Krankenhaus in Niedersachsen. Es ist Montag. Aber für Martina spielen die Wochentage schon seit einiger Zeit keine große Rolle mehr. Sie verschwimmen. Jeder Tag sieht fast gleich aus. Arbeiten kann die Immobilienkauffrau nicht mehr. Sie liebt eigentlich ihren Job, hat sich vor 2 Jahren selbstständig gemacht und hat noch viel vor. Eigentlich. Aber gerade geht gar nichts mehr. Es fühlt sich fast so an, als wäre ihr eigener Körper zu ihrem Feind geworden. Denn Martina hat seit mehreren Wochen ständig wiederkehrende, krampfartige Bauchschmerzen. Ihr ist fast dauerhaft übel und sie muss sich immer wieder übergeben. In etwas mehr als 2 Monaten hat sie 6 Kilogramm Körpergewicht verloren. Seit die Symptome angefangen haben, ist sie bei verschiedenen Untersuchungen gewesen. Aber bislang konnte ihr niemand eine Diagnose stellen, die diesen Kontrollverlust über ihren Körper erklären kann. Wenn die Bauchschmerzen wieder besonders heftig sind, drückt sie mit aller Kraft ihre flache Handfläche gegen die Bauchdecke. Dieses feste Drücken lindert für einen kurzen Moment den Schmerz, der sie gerade jeden Tag begleitet. Diese kleine Geste, der Druck auf ihren Bauch, das ist das Einzige, was hilft. Schmerzmittel dagegen schlagen nicht an. Martina ist frustriert, sie ist deprimiert. So kann sie doch nicht für immer leben. Jetzt, hier im Krankenhaus, soll aber endlich in alle Richtungen geprüft werden, woher diese Symptome kommen, unter anderem durch eine Bauchspiegelung. Ein Blutbild hat zuvor aufgezeigt, dass ihre Leberwerte erhöht sind und ein durchgeführtes CT zeigt eine Verfettung ihrer Leber. Woran das genau liegt, kann ihr bislang aber auch niemand erklären. Als sie nach den ersten Untersuchungsergebnissen im Krankenhaus Besuch bekommt von ihrem Ex-Partner, erzählt sie ihm von diesen beängstigenden Leberwerten. Daraufhin bietet er ihr seinen linken Leberlappen an, nur für den Fall, dass sie eine Transplantation brauchen würde. Er sagt Martina, dass er es unfassbar findet, dass man trotz dieser Werte immer noch nicht die Ursache für ihr Leiden gefunden hat. Auch wenn er es nett meint, für Martina ist das alles zu viel. Seine Emotionen, das Angebot, ihr sein Organ zu spenden. Noch hofft sie ja auf eine simple Erklärung für ihre Erkrankung. Trotzdem findet sie es schon auch nett, dass er gekommen ist. Selbstverständlich ist das nämlich nicht. Sie hat sich erst vor kurzem von ihm getrennt, nachdem sie und Patrick 7 Jahre verheiratet waren. Anfangs war es noch die ganz große leidenschaftliche Liebe. Im letzten halben Jahr ist ihre Liebe aber immer blasser geworden, bis letztendlich fast nur noch Streit geblieben ist. Deshalb ist Martina froh, aber auch etwas erstaunt, dass er sich jetzt, wo es ihr schlecht geht, dermaßen um sie sorgt. Sie würde sich sehr freuen, wenn sie es hinbekommen würden, die anstehende Scheidung glimpflich und gesund über die Bühne zu bringen. Sie liebt ihn zwar nicht mehr, aber sie mag ihn immer noch als Mensch. Doch auch diese Bauchspiegelung bringt keine Antwort. Und die Ärztinnen werden auch die nächsten 2 Monate weiter im Dunkeln tappen, während Martinas Ex-Partner Patrick V. genau weiß, warum es Martina so schlecht geht. Er ist dabei, sie zu vergiften. Diese Folge dreht sich um Martina. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht. 12 Leben. Verbrechen an Frauen. Hi, herzlich willkommen. Ich bin Massimo. Hi, und ich bin Clara. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem Fall, um den es heute geht, ist, wie ich finde, das Erstaunliche, wie ein Mensch, der über Jahre die engste Bezugsperson für jemanden war, mit einem dermaßenen Kalkül und einer dermaßenen Kaltblütigkeit dieser Person schaden kann. Es handelt sich ja um keine impulsive Tat. Und das, obwohl er mitbekommt, wie schlecht es ihr dadurch geht, über Monate.
Ein Mann vergiftet seine Ex-Frau, weil sie sich von ihm getrennt hat. Kurz und knapp zusammengefasst ist das das Szenario, mit dem wir uns diesmal beschäftigen. Aber da steckt natürlich auch noch mehr dahinter. Darauf gehen wir in dieser Folge ein und erzählen die Tat ausführlich nach, unter anderem mit Hilfe des Gerichtsurteils gegen Patrick V., das uns vorliegt. Allerdings werden an der einen oder anderen Stelle Details fehlen, wie zum Beispiel die genauen Orte oder die echten Namen. Wir möchten den Fall nämlich anonymisiert behandeln. Wieso, darauf werden wir am Ende genauer eingehen. Am Anfang steht eine Beziehung, sogar eine Ehe, die in die Brüche geht. Das ist erstmal natürlich nichts Ungewöhnliches, das passiert häufig. Was sich aus solch einer Situation aber entwickeln kann, das weiß die Verhaltenspsychologin Franca Cerutti, die mit uns gesprochen hat. Gerade bei sterbenden Liebesbeziehungen ist es leider gegen Ende häufig so, dass der eigene Schmerz und die eigene Enttäuschung und der Verlust von dem gemeinsamen Leben, das man sich vielleicht ausgemalt hatte, ja irgendwie dem anderen um die Ohren gehauen wird. Und daraus spricht ja schon, wie sehr sich das manchmal in Beziehungen wendet, dass man den anderen eben nicht mehr als Partner wahrnimmt, sondern als Feind, den man besiegen und kaputt machen möchte. Im Fall von Patrick V. sogar mit Hilfe von Schwermetallen, die den Körper seiner Ex-Partnerin vergiften sollen. Im Rahmen des Gerichtsprozesses gegen den Täter hatte auch Rainer Hartmann mit dem Fall zu tun. Ja, ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Unfälle mit gefährlichen Stoffen. Und in dieser Eigenschaft war ich also auch bei dem Fall Martina im Einsatz für die Staatsanwaltschaft. Rainer Hartmann hat die Umgebung von Martina auf die verwendeten Giftstoffe untersucht und vor Gericht seine erschreckenden Ergebnisse vorgestellt. Er spricht mit uns darüber, wie Schwermetalle auf den Körper wirken und warum die fortschreitende Vergiftung bei Martina so lange unentdeckt bleiben konnte. Sprechen wir über Martina. Wer ist sie, bevor sie von ihrem Ex-Mann vergiftet wird, bevor ihr Körper sich in einer Art und Weise verändert, die sie nicht beeinflussen kann, bevor ihr die Kontrolle über ihren Körper genommen wird? Also Martina ist kurz vor der Tat 38 Jahre alt. Wir können sie uns so vorstellen, lange, blond gefärbte Haare, sie ist relativ groß, schlank und sie legt viel Wert auf ihr Äußeres. Dafür macht sie viel Sport, teilweise zusammen mit einem Sportlehrer. Sie ist mit ihrem Aussehen und Auftreten sehr zufrieden. Wenn sie auf andere Menschen trifft, egal ob im privaten oder beruflichen Umfeld, ist es ihr besonders wichtig, was sie für einen Eindruck macht. Weil sie möchte als erfolgreiche Immobilienkauffrau Karriere machen. Sie ist sehr zielstrebig, möchte eigenständig was erreichen im Leben und finanzielle Unabhängigkeit ist ihr dabei besonders wichtig. Dass Martina in die Immobilienbranche will, das ist ja schon bei ihrem Abitur 1995 klar. Ihre Heimat ist das Ruhrgebiet. Mehr wissen wir über ihre Kindheit und über ihre Jugend nicht. Nach ihrer Schulzeit beginnt sie ein Studium an einer staatlich anerkannten privaten Fachhochschule für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Und dort lernt sie mit 23 Jahren den 28-jährigen Mann kennen, der sie Jahre später versuchen wird zu töten, Patrick V. Es ist 1999, als sich die damalige Studentin und der damalige Student kennenlernen, auf leidenschaftliche Art und Weise. Beide sind eigentlich jeweils in einer Beziehung, spüren aber so starke Anziehung füreinander, dass sie eine heimliche Affäre beginnen. Als die betrogenen PartnerInnen davon mitbekommen, beenden sie die Beziehung. Zu dem Zeitpunkt werden Martina und Patrick V. aber noch kein Paar. Ihre Wege trennen sich erstmal, aber der Kontakt, der reißt nie so richtig ab. Patrick V. kommt irgendwann wieder mit seiner Ex-Partnerin zusammen. 7 Jahre nach der Affäre erwartet Patrick V. dann mit dieser Frau eine Tochter, als der Kontakt zwischen ihm und Martina wieder intensiver wird. Die letzten Jahre hat Patrick V. Martina nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Martina ist seine Traumfrau. Und so trennt er sich noch während der Schwangerschaft von der Mutter seiner Tochter, um nun endlich mit dieser Traumfrau eine feste Beziehung einzugehen. Auch Martina ist glücklich, mit so einem, in ihren Worten, tollen Mann zusammen zu sein. Patrick V. lädt Martina gern ein, zeigt sich finanziell großzügig. Wenn nach einem schönen gemeinsamen Essen im Restaurant der Kellner oder die Kellnerin fragt, zusammen oder getrennt zahlen, ist die Antwort immer zusammen. Mal zahlt er, aber mal zahlt auch Martina. Es ist ihr auch jetzt wichtig, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen und sich nicht aushalten zu lassen. Weniger als ein Jahr, nachdem das Paar die gemeinsame feste Beziehung begonnen hat, heiraten sie auch schon. Die meisten Paare entscheiden sich für das Ja-Wort, weil es
Klarheit schafft, weil es Verbindlichkeit schafft, weil es ein Versprechen ist und weil es zeigt, mit dir möchte ich alt werden. Da geht auch eine gewisse Planbarkeit draus hervor und vielleicht auch das Versprechen, finanziell auch gegenseitig für sich einzustehen und sich in vielen Lebenslagen gegenseitig auch abzusichern. Also unterm Strich füreinander da zu sein. Natürlich neben dem romantischen Aspekt auch aus vollem Herzen zu jemandem Ja zu sagen. Also ich glaube, die Hoffnung und die Wünsche an eine Ehe sind zu Beginn immer erstmal hoch. Die Verhaltenspsychologin Franka Cerutti fasst zusammen, was sich wahrscheinlich die meisten Menschen von einer Ehe versprechen. Nähe, Vertrauen, Gefühle füreinander, am besten für immer. Wie sehr sich die Wahrnehmung vom Ehepartner oder der Ehepartnerin aber ändern oder sogar komplett umkehren kann, das zeigt uns eben dieser Fall ganz deutlich. Aber jetzt, 2007, ist die Liebe noch groß, die Zukunftsvorstellungen, die sind noch gleich und das Vertrauen füreinander, das ist noch ungebrochen. Martina nimmt den Nachnamen von Patrick V. bei der Hochzeit an. Alle sollen wissen, dass sie ein Team sind, dass die beiden zusammengehören. Das heißt aber nicht, dass Martina ihren Ehemann ganz für sich alleine haben möchte. Ihr ist es auch wichtig, dass er mit seiner Tochter aus der vorherigen Beziehung ein gutes Verhältnis hat. Und sie erträumt sich so ein bisschen so eine Art Patchwork-Familie. Sie hat nämlich selbst auch einen Kinderwunsch. Wenige Monate nach ihrer Heirat ziehen sie dann sogar näher an den Wohnort der Tochter. Martina ist es wichtig, dass seine Tochter Zeit mit Patrick V. verbringen kann. Zumindest am Wochenende, wenn der Arbeitsstress es zulässt. Der Wohnortwechsel war auch ihr Vorschlag. Es geht in die Nähe von Göttingen, in die Mitte Deutschlands. Sie kaufen dort sogar gemeinsam ein Einfamilienhaus und ziehen Anfang 2008 dort ein. Nach einem Jahr Ehe. Die beiden arbeiten ja in der Immobilienbranche und entscheiden sich dann 4 Jahre später dazu, eine eigene Immobilienfirma zu gründen, die Martina leiten wird. Darüber hinaus investiert Patrick V. teilweise alleine und teilweise mit Martina zusammen in diverse andere Immobilien. Bis Ende 2013 führten die Geschädigte und der Angeklagte eine durchschnittlich harmonische Ehe. Beiden ging es gesundheitlich und finanziell gut. Sie verfügten über regelmäßige erhebliche Einkünfte aus selbstständiger bzw. unselbstständiger beruflicher Tätigkeit und beide verband unter anderem ihr gemeinsames berufliches Interesse an Immobilien. So fasst das spätere Urteil gegen Patrick V. das Eheleben des Paares zusammen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Streitigkeiten anfangen zu häufen, nämlich 2014, 7 Jahre nach der Hochzeit. Ein Punkt, der Martina besonders trifft, ist, dass Patrick V. ihr seine Tochter vorenthält. Er sagt Martina im Februar 2014, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihr haben dürfe, weil sie gefühllos und herzlos sei. Martina ist davon total verletzt, denn sie hat immer wieder versucht, ein Verhältnis zu Patrick V.s Tochter aufzubauen und es ist ihr wichtig, aber es gelingt ihr nicht, weil sie überhaupt nicht die Möglichkeit dazu bekommt. Aber die Beziehungskonstellation an sich und die Aussage, die da drin steckt, dass ein Mann zu seiner Ehefrau sagt, dein Charakter, deine Persönlichkeit und so wie du bist, das ist nicht gut genug, um Kontakt zu meiner Tochter zu haben, das ist natürlich schon harter Tobak. Das ist schon eine außerordentliche Aussage, die ja auch ein Licht auf die Beziehungsqualität wirft und auch darauf, wie hier der Angeklagte Martina gegenübertritt in einer deutlich abwertenden und ihren Charakter diskreditierenden Art. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wenn ich nicht in Anführungsstrichen gut genug bin, mit seiner Tochter auch nur Umgang zu haben, was bedeutet das für den gemeinsamen Kinderwunsch? Kann ich mit jemandem, der mich offensichtlich so sieht, ein Kind haben? Und genau diese Frage, die die Psychologin Franka Cerutti hier aufwirft, die stellt sich auch Martina. Die Antwort, die sie sich selbst gibt, ist nein. Sie kann sich nicht mehr vorstellen, dass Patrick V. Vater ihres Kindes wird. Sie lässt sich die Spirale einsetzen. Im Frühjahr des Krisenjahres steht das Firmenjubiläum an. Martina ist davon gestresst und sie bekommt von Patrick V. nicht die Unterstützung, die sie bei den Vorbereitungen braucht. Und dazu kommt, dass Patrick V. Martina mehrfach vorwirft, ihn mit anderen Männern zu betrügen. Martina weiß nicht, wo diese Anschuldigungen herkommen, weil sie komplett haltlos sind. Sie hat sich nichts vorzuwerfen. Einmal hat das Paar zusammen einen Swingerclub besucht, aber da war Patrick V. ja dabei. Darüber hinaus hat sie einmal ihren Sportlehrer geküsst, aber Sex mit einem anderen Mann ohne Patrick V.s Wissen hat sie nie gehabt.
Einmal schickt Patrick V. eine SMS, als sie auf Geschäftsreise ist, dass sie dabei gesehen wurde, wie sie mit einem anderen Mann in ein Hotel gegangen sei. Dabei saß Martina just in diesem Moment im Zug auf dem Weg nach Hause. Unbegründete Eifersucht sagt ja in aller Regel, gerade weil sie unbegründet ist, mehr über denjenigen, der so einen Vorwurf äußert, als über die Person, die der Vorwurf trifft. Und manchmal steckt hinter solchen Vorwürfen oder solchen Anklagen die manipulative Strategie, dadurch die Partnerin dazu zu animieren, jetzt eine besonders vorbildliche, aufopferungsvolle und ja Bilderbuchpartnerin zu werden, um gar nicht erst diesen Verdacht zu erzeugen. Aber das ist natürlich eine ziemlich ungute Beziehungsdynamik, die dadurch in Gang kommt. Denn unberechtigte Vorwürfe sind immer ein Angriff auf die eigenen Werte, auf die eigene Integrität. Sie stellen die Verlässlichkeit und das Vertrauen und die Treue in Frage. Und das ist schon kein gutes Zeichen, wenn sowas in Beziehungen passiert. Patrick V. kennt die wunden Punkte seiner Ehefrau gut. Einer davon ist ihr Aussehen, auf das sie viel Wert legt. Patrick V. möchte Martina kränken und greift ihr Selbstwertgefühl an, indem er abfällige Bemerkungen über ihr ungeschminktes Äußeres macht. Er hingegen lässt auf sein Image, das ihm sehr wichtig ist, gar nichts kommen. Im Urteil steht zu Patrick V.'s Selbstbild: Er selbst hielt sich für attraktiv und begehrenswert. Es war dem Angeklagten wichtig, bei Frauen anzukommen. Dass er bei Frauen begehrt sei, hob der Angeklagte auch gegenüber der Geschädigten wiederholt hervor. Zur Bestätigung und Aufrechterhaltung dieses Selbstwertgefühls führte der Angeklagte eine Trophäenliste mit zuletzt 77 Frauennamen. Alles Frauen, an die er sich nach eigener Aussage gerne erinnere und mit denen er in Kontakt gestanden habe. Laut Urteil kann man davon ausgehen, dass es sich dabei um eine Trophäenliste mit vor allem sexuellen Kontakten gehandelt hat. Das erzählt viel über sein Selbstbild und klingt schon ziemlich abschätzig seiner Partnerin gegenüber und auch sich selbst überhöhend. Franca Cerutti hat auch eine Ahnung, was hinter diesem vermeintlich selbstbewussten Auftreten stecken könnte. Vielleicht kann man da auch ein bisschen reinlesen, wie sehr der Angeklagte durch Image und Fassade und seine Außenwirkung getrieben war. Ich bewege mich jetzt hier wieder im Feld des Spekulativen, aber Menschen, denen ihre Außenwirkung, ihr Image, ihr Ansehen und ihre Wirkung so besonders wichtig sind, haben häufig einen narzisstischen Stil und sind genau an diesem Punkt auch extrem kränkbar und geraten dann auch furchtbar in Zorn, wenn jemand dieses intakte Image zerstört. Und genau das tut Martina dann aus Patrick V.'s Perspektive. Im Mai teilt Martina ihrem Ehemann mit, dass sie sich von ihm trennen wird und dass ihre Entscheidung endgültig ist. Er sah sich als ein Mann, der eine Frau verlässt, aber selbst nicht verlassen wird. Die kommenden Tage unterhalten sich Martina und Patrick V. über die anstehende Scheidung und die daraus resultierende Aufteilung des Vermögens und die Möglichkeit, dass Martina Unterhalt zustehen könnte. Martina möchte keine großen Ansprüche geltend machen. Wichtig ist ihr nur, die Firma alleine weiterzuführen und ansonsten soll jeder im Wesentlichen seins behalten. Patrick V. ist bei diesem Gespräch auch noch ein weiterer Aspekt wichtig. Er bittet Martina erstmal, niemandem von der Trennung zu erzählen. Es muss ihm wichtig gewesen sein, das Bild einer intakten Partnerschaft weiterhin aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es da noch ein Problem. Vor längerem haben die beiden eine gemeinsame Reise nach Fuerteventura gebucht, über ihre beiden Geburtstage, die in wenigen Tagen anstehen. Dorthin ging auch ihre Hochzeitsreise. Und weil Martina Patrick V. als Freund ja immer noch mag, entschließt sie sich, die Reise mit ihm zusammen anzutreten. Eine Scheidung muss ja auch nicht heißen, dass man den Ex-Partner von jetzt auf gleich komplett aus seinem Leben streicht. Immerhin hat man zusammen auch viel Schönes erlebt. Im Urlaub sprechen beide über das weitere Vorgehen. Patrick V. schlägt wieder vor, nach außen hin weiterhin so zu tun, als sei die Ehe noch intakt. Andererseits kränkt er weiterhin ihr Selbstbewusstsein. Martina muss sich zum Beispiel anhören, dass sie nicht gut aussehe und dass ihre Verehrer sie nur mal ohne Schminke direkt nach dem Aufwachen sehen müssten. Dann wolle sie auch keiner mehr. Also der Schmerz, den ich selber in mir fühle, der wird genommen und dem anderen zugefügt. Durch Verletzung, durch Kränkung, durch Beleidigung. Und dann wird noch versucht, dessen Selbstwert oder vielleicht gerade auch etwas, worauf die Person stolz ist, kaputt zu machen und denjenigen klein aus dieser Beziehung herausgehen zu lassen. Jedenfalls nicht als Sieger.
Wie Martina auf solche gemeinen Aussagen reagiert hat, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist Martina eine Frau, die für sich einstehen kann. Und sie hat ein Interesse daran, dass die Scheidung einigermaßen glimpflich über die Bühne geht. Sie verspricht Patrick V. nicht aktiv auf die Suche nach einem neuen Partner zu gehen, solange er noch mit ihrem Haus wohnt. Während Martina und Patrick V. eine knappe Woche auf der Insel Urlaub machen, auf der sie als frisch getrautes Ehepaar eine wunderschöne Zeit hatten, schlafen die beiden ein letztes Mal miteinander. Das kann einfach lustgetrieben sein und man kennt sich, man ist miteinander vertraut. Sympathie kann ja durchaus auch ausreichen. Problematisch wird es halt immer nur dann, wenn nicht beiden Beteiligten vollkommen klar ist, dass dieser Sex jetzt gerade nichts bedeutet, außer dass man sich vielleicht gerade körperlich Freude bereitet. Die Gefahr besteht immer, gerade in unklaren Trennungssituationen oder wo die Grenzen noch nicht völlig klar gezogen sind, dass das für Verwirrung sorgt oder dass einer von beiden mehr hineininterpretiert als gemeint ist oder das vielleicht als Neuanfang versteht, während die andere Person es vielleicht überhaupt nicht so dachte oder ganz im Gegenteil vielleicht sogar als Abschied. Also deshalb ist Sex mit dem Ex manchmal dann doch eine ziemlich komplizierte Sache. Martina sagt Patrick V. nach dem Sex ganz deutlich, dass sich nichts an ihrem Trennungsentschluss geändert hat. 6 Tage nach ihrer Rückkehr nach Deutschland geht Martina zu einem Scheidungsanwalt, um sich da beraten zu lassen. Mit ihm redet Martina auch über die finanziellen Aspekte. Ihr Anwalt überschlägt grob, was ihr laut geltendem Recht zustehen würde. Und das ist doch deutlich mehr als das, wovon sie bisher ausgegangen war. Deswegen entscheidet Martina, sich diese Ansprüche geltend zu machen. Und das teilt sie Patrick V. mit. Er wirft ihr dann daraufhin vor, dass ihr Anwalt sie gegen ihn aufgestachelt hat. Es kommt zum Streit. Nichts Ungewöhnliches zu diesem Zeitpunkt. Die meisten Scheidungen oder Trennungen verlaufen ja ab einem gewissen Punkt zumindest teilweise strittig. Richtig gefährlich wird es aber in der Tat dann, wenn sich einer von beiden explizit gefährdend äußert. Patrick V. sagt, dass er eher unter der Brücke schlafe, als ihr sein Vermögen zu überlassen. In diesem Moment wird ihm bewusst, dass die Scheidung wirklich passiert und dass er nicht nur Martina, sondern auch einen Teil seines Vermögens verlieren wird. Das, was ihn dann zu seiner folgenschweren Entscheidung bringt, fasst das Gericht später als niedere Beweggründe zusammen. Der Angeklagte wollte die Geschädigte töten, weil ihn die Trennung in seinem Selbstwertgefühl kränkte und er deshalb verärgert war. Weiterhin ärgerte er sich darüber, dass durch die Trennung ihm selbst, aber mehr noch Dritten gegenüber deutlich wurde, dass er sein Ziel, die Schaffung eines gutbürgerlichen Umfeldes in Form einer wirtschaftlich gut situierten Kleinfamilie, nach außen nicht würde aufrechterhalten können. Schließlich wollte er die Geschädigte auch töten, um weder Unterhaltszahlungen leisten, noch Ansprüche aus dem Zugewinnausgleich erfüllen zu müssen. In den nächsten Tagen hat Martina das Gefühl, dass sich ihr Noch-Ehemann wieder etwas beruhigen konnte und dass er ebenfalls ein Interesse daran hat, die Scheidung glimpflich über die Bühne zu bringen. Abends setzt er sich sogar zu ihr mit einem Gläschen Wein. Da die beiden unterschiedliche Vorlieben haben, trinkt er einen anderen Wein als seine Noch-Ehefrau. Die Stimmung nimmt Martina trotz der Umstände als relativ harmonisch wahr. Was sie nicht weiß, ist, dass Patrick V. 5 Weine, die ausschließlich Martina trinkt, mit je einer Messerspitze Bleiacetat versetzt hat, sie also vergiftet. Bleiacetat ist eine chemische Verbindung, die schwere Schäden im Körper anrichten kann und die der Täter selbst hergestellt hat, unter anderem aus bleihaltigen Bestandteilen von Schusspatronen. Patrick V. ist nämlich Sportschütze und besitzt teilweise berechtigt, teilweise aber auch unberechtigt Waffen. Patrick V. war schon in der Schule naturwissenschaftlich interessiert und weiß genau, was er mit dem Bleiacetat bewirken kann. Das ist ein Produkt, was lange bekannt ist im Übrigen, auch für Vergiftung. Früher hat man damit Wein gesüßt, weil Bleiacetat wie Zucker schmeckt, heißt auch Erbschaftszucker. Also der Name sagt es eigentlich schon, dass die Substanz hochgiftig ist. Und es gab schon im Mittelalter einen strengen Kodex, wer den Wein mit Bleiacetat schönt, wird zum Tode verurteilt, weil damit wurde natürlich die Bevölkerung vergiftet. Die Giftigkeit, von der Gefahrstoffsachverständige Rainer Hartmann hier spricht, die ist Patrick V. bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass der Stoff neben einer leichten Süße keinen großartigen Eigengeschmack hat und deshalb in Lebensmitteln ziemlich gut unbemerkt bleiben kann. Circa 2 Tage nach diesem ersten Kontakt mit dem vergifteten Wein fährt Martina zu ihren Eltern. Die wissen noch nichts von der Trennung und der geplanten Scheidung. Martina möchte ihnen persönlich davon erzählen. Außerdem freut sie sich auch auf etwas Abstand, wenn auch nur für ein Wochenende. In letzter Zeit hat sich ihr Leben ziemlich geändert durch das Ende ihrer Ehe, in die sie so viel Hoffnung gesetzt hatte.
In der kommenden Zeit verstärkt Patrick V. die Vergiftung und schüttet kleine Mengen Bleiacetat in weitere Lebensmittel, die Martina regelmäßig zu sich nimmt. Zum Beispiel Gemüsebrühe, verschiedene Essigsorten und Salz. Der Täter weiß, dass Bleiacetat vom Körper gut aufgenommen und verstoffwechselt werden kann, wenn es einmal in den Organismus gelangt. Wir schlucken das runter, haben es im Magen-Darm-Trakt, dort ist es in Lösungsform bereits vorhanden und kann dann sehr schnell verstoffwechselt werden und damit kann es auch sehr schnell die Giftigkeit entwickeln. Die Symptome sind dann eben Koliken, Muskelzittern, Magenschmerzen, Krämpfe, alles das, was eben auch bei der Martina beobachtet wurde. Die Symptome starten bei Martina etwas weniger als eine Woche, nachdem sie das erste Mal Bleiacetat geschluckt haben muss. Ihre Fußsohlen fangen an zu kribbeln, außerdem bekommt sie Bauchschmerzen und die werden in den nächsten 1,5 Wochen so schlimm, dass weder Paracetamol noch das Magenmittel Buscopan dagegen helfen. Das Einzige, was die Schmerzen für kurze Zeit erträglicher macht, ist, wenn sie mit der flachen Hand fest gegen ihren Bauch drückt. Irgendwann schafft sie es nicht mehr, wichtige Geschäftstermine wahrzunehmen, muss absagen. Und dass das die ersten Zeichen einer Vergiftung sein könnten, das ahnt Martina nicht. Patrick V. aber weiß, woher die Beschwerden kommen. Er versichert sich sogar nochmal in einem Internetartikel zum Thema Metalle in Lebewesen. Ende Juni liest er darin neben den anfänglichen Symptomen auch, dass es zu Nierenschäden und Schäden am zentralen Nervensystem kommen wird. Anfang Juli liest er auf einer anderen Internetseite, dass Blei in den Knochen gespeichert wird und das für über 20 Jahre. In dieser Zeit führt es im Falle einer Schwangerschaft auch zu massiven Schäden beim Kind. An genau diesem Tag, an dem Patrick V. sich online versichert, wie schwer er gerade seiner Ex-Partnerin schadet, besucht diese das erste Mal wegen der Beschwerden ihren Hausarzt. Mittlerweile sind zu ihren anhaltenden Bauchschmerzen auch Rückenschmerzen und Übelkeit dazugekommen. Der Arzt verschreibt ihr Schmerzmittel. Als Martina davon die erste Dosis einnimmt, muss sie sich im Anschluss 5-mal übergeben. Martina ist froh, als sie es zurück in ihre Wohnung geschafft hat. Die dauerhaften Schmerzen zehren an ihrer Kraft. Sie ist alleine zu Hause. Patrick V. ist unterwegs. Sie könnte also die Ruhe der eigenen 4 Wände jetzt nutzen, um sich etwas zu erholen. Aber ihre Schmerzen sind einfach zu stark. Sie braucht dringend Hilfe. Sie ruft ihren Noch-Ehemann an und bittet ihn, nach Hause zu kommen, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie hält es nicht mehr aus. Patrick V. bringt sie in die Klinik. Martina wird wegen Unterleibsschmerzen und Erbrechen im Krankenhaus aufgenommen. Die Ärztinnen ordnen daraufhin eine gynäkologische Untersuchung an. Patrick V. fragt Martina, ob er dabei sein kann, um sie zu unterstützen. Was er aber eigentlich vermutlich möchte, ist erfahren, ob bei der Untersuchung irgendwas auf seine Tat, also auf die Vergiftung mit Bleiacetat, hinweist und erkannt wird. Aber Martina möchte nicht, dass er dabei ist. Sie findet die Frage sehr ungewöhnlich und viel zu intim dafür, dass sie getrennt sind. Nach der Untersuchung sprechen die Ärztinnen von einer Gebärmutterentzündung, fälschlicherweise. Sie entfernen Martina daraufhin die erst vor kurzem eingesetzte Spirale. Während Martina sich von diesem Eingriff im Krankenhaus erholen soll, ist Patrick V. im Internet wieder auf der Suche nach möglichen Folgen vom Konsum von Bleiacetat. Es scheint so, als ob er dieses Mal die Info findet, die er sucht. Durch die Verabreichung können akute, sogar tödliche Vergiftungen hervorgerufen werden. Als Martina nach 8 Tagen Krankenhaus wieder in das gemeinsame Haus zurückkehrt, geht es ihr zwar immer noch nicht gut und sie könnte Hilfe gebrauchen, aber das ist für sie kein Grund, an einer maroden Beziehung festzuhalten. Sie bleibt dabei. Sie möchte weiterhin die Scheidung. 6 Tage nach ihrer Rückkehr leidet Martina weiterhin an Beschwerden und es kommen starke Muskel- und Gliederschmerzen dazu. Ihr ganzer Körper tut weh und sie hat weiterhin keine Ahnung warum. Sie geht zum Arzt, bekommt Cortison, das hilft ein bisschen die Rücken- und Gliederschmerzen zu lindern, aber ihr Bauch krampft und krampft und krampft und das jetzt schon seit einem Monat. Es verändert sich so gut wie nichts. Auch was ihre Trennung angeht, gibt es wenig Fortschritt. Sie möchte nicht mehr mit Patrick V. zusammenwohnen und sagt ihm, dass sie in eine andere Wohnung ziehen möchte, um endlich Abstand zu bekommen. In dem Moment denkt der Täter nur daran, dass er dann nicht mehr täglich Zugriff auf sie hat und weniger Kontrolle darüber, dass sie die vergifteten Lebensmittel auch wirklich zu sich nimmt. Er fasst den Entschluss, die Vergiftung schneller voranzutreiben. Martina erzählt einer Bekannten, dass sie sich seit circa einem Monat teilweise mehrfach täglich übergeben muss. Als die ersten 3 Kilo einfach so gepurzelt seien, hat sie sich noch gefreut über den Gewichtsverlust.
Aber jetzt macht ihr jedes Gramm weniger Angst, weil sie es nicht kontrollieren kann. Ihre Bekannte macht sich Sorgen und sie gibt ihr den Tipp, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, damit der Körper weiterhin mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt wird. Patrick V. besorgt Martina dieses Mittel aus der Apotheke und gibt es ihr. Vorher öffnet er die Dose aber schon und gibt eine tödliche Menge an Bleiacetat dazu. Dadurch, dass er so viel von dem Stoff dazu gibt, flockt das Mittel aus. Aber Martina kennt weder das normale Aussehen dieses Ergänzungsmittels noch den üblichen Geschmack. Sie findet zwar, dass es komisch schmeckt, vermutet aber nichts dahinter. Sie hofft, dass das Mittel ihr helfen wird, sich zumindest wieder etwas besser zu fühlen. Am gleichen Tag versetzt Patrick V. auch noch weitere Lebensmittel im Haushalt mit Gift, um sein Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Insgesamt befinden sich jetzt in Nahrungsmitteln in Martinas Haushalt mittlerweile mehr als 14 Gramm Bleiacetat, was einer reinen Bleimenge von etwas mehr als 9 Gramm entspricht. Da kann man von ausgehen, dass wir eine akute toxische Wirkung haben bei der Aufnahme von 5 bis etwa 30 Gramm. Das kommt immer auf die Größe der Person drauf an. In diesem Fall, die Martina war ja sehr schlank, würde ich eher die untere Grenze ansetzen. Also Aufnahme von 5 Gramm Blei einmalig würde eine akute Vergiftung hervorrufen. Also wir können festhalten, Martina ist von der mindestens doppelt tödlichen Dosis an Blei umgeben, versteckt in verschiedenen Lebensmitteln von ihrem Ex-Partner, der die anstehende Scheidung mit all ihren Konsequenzen nicht hinnehmen will. Einen Tag, nachdem der Täter ihr das Nahrungsergänzungsmittel besorgt hat, merkt sie, dass sie leichtes Fieber hat. Sie fragt sich immer wieder, was mit ihr los sein könnte, woher ihre vielen Symptome und Schmerzen kommen. Sie geht auch zu einem Psychotherapeuten. Auch hier bekommt sie eine falsche Diagnose. Ihr Zustand wäre eine Folge von einer Depression, die sie aufgrund der Trennungsbelastung entwickelt hätte. Um also etwas dringend benötigte Ruhe zu bekommen, fährt Martina nach dieser Fehldiagnose für 4 Tage zu ihrer Tante. Mit dabei auch das Nahrungsergänzungsmittel mit der hohen Dosis Bleiacetat. Patrick V. schreibt Martina in dieser Zeit häufig SMS, um zu fragen, wie es ihr geht und sie daran zu erinnern, dass sie regelmäßig das Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll, damit es ihr bald besser geht. Er sagt, dass sie das noch mindestens 4 Wochen tun soll. Dass Patrick V. das nicht schreibt, weil er sich um Martina sorgt, liegt auf der Hand. Martina kehrt zurück. Sie hat immer noch andauernde, starke Bauchschmerzen, leidet unter Übelkeit und hinzu kommen Schlafstörungen. Zu diesem Zeitpunkt sind es schon 1,5 Monate, in denen sie vergiftete Lebensmittel zu sich nimmt. Für den Gefahrstoffsachverständigen Rainer Hartmann ist total nachvollziehbar, dass bei ihr kein Verdacht aufkommt. Für die spätere Gerichtsverhandlung untersucht er die kontaminierten Lebensmittel, die teilweise eben sehr hohe Bleibelastung aufweisen. Also ich selber habe es ausprobiert, ich wollte es wissen, kann man das wirklich nicht schmecken? Ich wusste, wie hoch die Bleibelastung war in dem Nahrungsergänzungsprodukt und auch im Küchensalz, in diesem Siedesalz. Und der Geschmack der anderen Zutaten übertönt einfach diesen leicht süßlichen Geschmack von dem Bleiacetat. Also ich habe es nicht runtergestockt, ich habe es wieder ausgespuckt. Aber das hat mich schon interessiert. Hatte sie eine Chance, das zu schmecken? Und da muss man sagen, bei Bleiacetat, weil es eben diesen zuckerartigen Geschmack hat, wird eine Person, die das aufnimmt, nicht auf die Idee kommen, dass es vergiftet ist. Am 1. August zieht Martina, wie angekündigt, aus dem gemeinsamen Einfamilienhaus aus, in eine eigene Wohnung. Genau an dem Tag fängt Patrick V. an, seinen tödlichen Plan noch zu verschärfen. Er kauft auf eBay 2 sogenannte Neigungsschalter. Das sind elektrische Schalter, die bei der Überschreitung einer bestimmten Neigung einen Stromkreis öffnen oder schließen. Aber um die Wirkweise geht es dem Täter nicht. Er ist nur an einem einzigen Bestandteil dieses Schalters interessiert, und zwar an der Füllung aus Quecksilber. Quecksilber wird über die Lungen aufgenommen als Dampf. Es schädigt den Organismus sehr, sehr langfristig, weil das Quecksilber, was inhalativ aufgenommen wird, sich im Gehirn letztendlich anlagert und dort eben die Signalübertragung an den Synapsen, an den Nerven behindert. Und einmal aufgenommenes Quecksilber ist sehr, sehr schwer wieder aus dem Organismus zu entfernen. Das dauert sehr lange, weil es eben fest an Schwefelverbindungen zum Beispiel angelagert wird und im Körper damit auch über lange Zeit fixiert wird.
Während Patrick V. durch diverse Internetbestellungen Quecksilber ansammelt, verschlechtert sich Martinas Gesundheitszustand immer weiter. Ihr ist dauernd übel, sie muss sich ständig übergeben und sie hat jetzt in weniger als 3 Monaten 6 Kilogramm abgenommen. Ihr Gewicht liegt jetzt nur noch bei etwas mehr als 50 Kilo. Zusammen mit einer Freundin fährt sie dann an einem Dienstagabend mal wieder in ein Krankenhaus, aber auch da kann man ihr nicht helfen. Am nächsten Tag versucht sie es mal wieder bei ihrem Hausarzt. Der erkennt den Handlungsbedarf und weist sie für eine Magenspiegelung in ein anderes Krankenhaus ein. Aber auch da wird nichts Spezifisches gefunden. Sie wird also in ein weiteres Krankenhaus verlegt und bei der Aufnahme muss sie sich auf eine Waage stellen. Nur noch 50,4 Kilo. Patrick V. besucht sie in der Klinik und er zieht dort eine theatralische Show ab. Er regt sich vermeintlich darüber auf, dass Martina nicht richtig therapiert wird und dass es unmöglich sei, wie man sie leiden lässt. Und wenn es nötig ist, würde er seiner noch Ehefrau sogar seinen linken Leberlappen spenden. Martina fühlt sich von dieser gespielten Fürsorge bedrängt und sie bittet Patrick V., sie vorerst nicht mehr besuchen zu kommen. Insgesamt bleibt sie 19 Tage in der Klinik, kriegt unter anderem hochkalorische Nahrung, um Gewicht zuzunehmen. Die Ärztinnen stellen einen Blutmangel und eine Verfettung der Leber fest. Martina erhält die nächste Fehldiagnose, die sie aber selbst ausschließen kann. Eine Magersucht würde dafür sorgen, dass ihre Schmerzen auch psychisch bedingt sein könnten. Ihr Gewicht reduziert sich weiter auf 49 Kilo. Und Martina kann es nicht aufhalten. Gegen die starken Schmerzen bekommt sie Mittel, die zu Verstopfung führen. Und von den Abführmitteln, die sie daraufhin bekommt, muss sie sich übergeben. Wie sich diese monatelange Tortur anfühlen muss, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Die AnwältInnen von Martina und Patrick V. einigen sich in der Zwischenzeit darauf, dass Patrick V. Ende August das gemeinsame Haus räumen muss, damit Martina dort alleine wohnen kann. Aber Patrick V. beharrt darauf, das Haus anschließend auch weiterhin mit Vorankündigung betreten zu dürfen, um Unterlagen oder Gegenstände holen zu können. An dem Tag, an dem Patrick V. das Haus räumt, wird Martina entlassen, zusammen mit einer Menge an Medikamenten, die ihr helfen sollen. Da es ihr aber nicht wirklich besser geht, hat sie riesige Angst, in ihrem Zustand alleine zu sein. Eine Freundin bietet ihr Hilfe an und lebt kurzzeitig bei ihr. Die beiden können noch nicht mal zusammen spazieren gehen. Martina ist zu schwach dafür. Sie versucht es, aber sie muss nach wenigen Metern abbrechen. Sie kann auch nicht alleine einkaufen gehen. Den Einkaufswagen mit nur wenigen Produkten, den kann sie nicht schieben. Sie hat so gut wie gar keine Kraft mehr. Als die Freundin abreist, ziehen Martinas Mutter und deren Lebensgefährte bei Martina ein für 5 Tage. Die wenige Kraft reicht oft auch nicht zum Arbeiten. Martina verliert Aufträge und Kundinnen. Patrick V. muss in ein Apartment ziehen. Was dieser Umzug in ihm losgetreten hat, das steht im Urteil. Allein auf kleinem Raum wurde er sich seiner misslichen Situation noch stärker bewusst und verspürte nunmehr noch stärkeren Hass auf die Geschädigte, weil diese sich von ihm getrennt und damit all die nachteiligen Folgen für ihn veranlasst hatte. Allein das morgendliche Zähneputzen verlangt Martina sehr viel Kraft ab und während sie dabei in den Spiegel schaut, entdeckt sie irgendwann schwarze Verfärbungen am Zahnfleischrand. Sie geht zu ihrem Zahnarzt und lässt sie entfernen. Also ich selber habe befreundete Zahnärzte befragt, was denkt ihr euch so, wenn ihr einen Patienten, eine Patientin habt, die eigentlich immer sehr gepflegt ist, der es aber augenscheinlich nicht gut geht, die vielleicht auch erzählt, sie hat Magenschmerzen und so weiter. Und bei der Zahnuntersuchung wird festgestellt, sie hat einen schwarzen Zahnsaum oder dunkel gefärbte Zahnhälse. Was habt ihr da so für Gedanken bei? Und alle haben mir gesagt, ja, das kann durch Erbrechen vielleicht kommen oder sie hat angefangen zu rauchen. Aber dass das eigentlich das Zeichen ist für eine hochgradige Schwermetallvergiftung, mir keiner meiner Bekannten erzählen können. Auch Martinas Zahnarzt erkennt dieses eigentlich eindeutige Zeichen nicht. Die 38-Jährige kämpft trotz anhaltender Beschwerden weiter. Anfang September, also 3 Monate nach Vergiftungsbeginn, geht Martina für 1 Monat in eine Reha, um endlich wieder Gewicht zuzunehmen. Die Frustration darüber, dass es ihr einfach nicht besser geht, lässt sie auf die Behandelnden sehr depressiv wirken. Besonders deprimiert Martina an diesem Aufenthalt, dass viele der Menschen um sie herum mit Übergewicht statt wie sie mit Untergewicht kämpfen. Aus der Gruppenpsychotherapie weiß man, dass Menschen besonders davon profitieren, sich sehr verstanden zu fühlen und auch das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Und das scheint jetzt bei Martina nicht so gut funktioniert zu haben in ihrer Reha.
da sie mit ihrer Symptomatik und auch mit ihrem körperlich geschwächten und sehr abgemagerten Äußeren vielleicht so gar nicht in das Gruppengefüge zu passen schien und vielleicht auch viele Fragen aufgeworfen hat, denn es gab ja zu dieser Zeit auch noch keine konkreten Antworten, was überhaupt los war. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie vielleicht auch missverstanden wurde oder als jemand, der vielleicht sogar absichtlich so dünn sein wollte. Das ist schwer zu sagen an der Stelle. Die Psychologin Franca Cerutti spricht hier einen wichtigen Punkt an. Menschen wollen sich natürlich verstanden fühlen, aber das ist bei Martina überhaupt nicht mehr gegeben. Und noch dazu versteht sie sich selbst gar nicht mehr, beziehungsweise die Reaktionen von ihrem Körper. Martina baut psychisch und physisch also immer weiter ab. Wenn es so rapide weitergeht, dann kann sie demnächst vielleicht nicht mehr selbst ausdrücken, was sie möchte. Sie verfasst also ihre Patientenverfügung und sie macht auch ihr Testament. Martinas Abwesenheit nutzt Patrick V., um seinen Tötungsplan fortzusetzen. Er geht in das Haus und kontaminiert verschiedene Orte mit dem über Wochen gesammelten Quecksilber. Also Backofen und Toaster im Küchenbereich, das Badezimmer, die Heizung und den Fußboden des Schlafzimmers, die Heizung und den Fußboden im Arbeitszimmer. Dann geht er zu Martinas Auto und platziert auch da noch kleine Tropfen im Lüftungssystem ihres Autos. Er achtet darauf, das Quecksilber an solchen Orten anzubringen, an denen es warm wird, so dass das Quecksilber durch Verdampfung in die Raumluft gelangen kann. Dabei nimmt Patrick V. in Kauf, dass auch BesucherInnen des Hauses oder im Auto Mitfahrende geschädigt werden. Die Auswahl der Schwermetalle von Patrick V. passiert nicht zufällig, so steht es im Urteil gegen ihn. Bei der Aufnahme von Quecksilber und Blei kommt es, was der Angeklagte wusste, zu einer additiven und damit einer sich wechselseitig verstärkenden Wirkung. Und dann, knapp 4 Monate nach der Trennung, lernt Patrick V. eine neue Frau kennen, auf dem Oktoberfest. Noch am Tag des Kennenlernens schlafen die beiden miteinander und werden dann quasi auch direkt ein Paar. Viele Menschen helfen sich ja über den Trennungsschmerz und auch die Kränkung hinweg, indem sie möglichst schnell eine neue Beziehung eingehen. Und das ist manchmal dann selbst auch für Außenstehende relativ ersichtlich, dass das jetzt mehr so ein Trostpflaster sein soll. Tatsächlich kann das aber funktionieren, den Selbstwert ein bisschen zu stabilisieren und auch die Kränkung, die von einer ungewollten Trennung ausgeht, ja, vielleicht ein bisschen zu lindern, weil die neue Beziehung einem das Gefühl geben kann, ja doch toll und begehrenswert und liebenswert zu sein. Man könnte meinen, dass Patrick V.'s Image als bei Frauen begehrter Typ damit repariert ist und dass diese neue Beziehung vielleicht sogar ein Zeichen dafür ist, dass er über die Trennung von Martina hinweg ist. Als Martina Anfang Oktober aus der Reha-Klinik nach Hause kommt, hat Patrick V. schon über 2 Wochen Kontakt zu der neuen Frau vom Oktoberfest. Martina geht es zwar etwas besser, aber noch lange nicht gut. Ihr Körpergewicht beträgt jetzt nur noch 46 Kilo. Sie trägt weite Kleidung, um ihren abgemagerten Körper zu kaschieren. Sie kann nicht arbeiten. Sie kann noch nicht mal aufrecht die Treppen in ihrem Haus hochgehen. Stattdessen kriecht sie auf allen Vieren, um den Aufstieg zu schaffen. Als sie wenige Tage später die Haustürschlüssel von ihrem Ex-Partner und Täter übergeben bekommt, lässt sie die Türschlösser tauschen. 2 Tage später übergibt Patrick V. seiner komplett geschwächten Ex-Partnerin Martina noch den gemeinsam angeschafften Smart und er bietet ihr außerdem an, für sie kochen zu können, weil es ihr so schlecht geht. Aber eine Woche zuvor hat er das gerade übergebene Auto ebenfalls mit Quecksilbertröpfchen in den Lüftungsschächten präpariert. Warum er den Smart noch mit Quecksilber vergiftet habe, nachdem er bereits seine neue Freundin kennengelernt hatte und sich direkt habe vorstellen können, mit dieser länger zusammenzubleiben, vermochte der Angeklagte nicht zu sagen. 2 Tage nach der Autoübergabe möchte Martina ihren Backofen reinigen und als sie die üblichen Krümel von Aufbackbrötchen, Pizza und sonstigen Lebensmitteln zusammenkehrt, fallen ihr glitzernde Kügelchen auf, die sich bewegen. Sie schließt die Ofentür und macht sich statt der geplanten Aufbackbrötchen ein Toast. Dass sich auch dort die silbrigen Kügelchen befinden, das ahnt sie nicht. Sie ruft Patrick V. an und fragt ihn, ob er irgendwelche komischen Experimente in ihrem Backofen gemacht habe. Per WhatsApp schickt sie ihm außerdem ein Foto von ihrem Fund. Patrick V. sagt Martina, dass die Kügelchen wie Quecksilber aussehen. Allerdings hätte er keine Ahnung, wie die in den Backofen gelangt sind. Martina ist also von tödlichen Mengen von Schwermetallen umgeben.
Durch das Blei leidet sie schon seit Wochen an sogenannten Schwermetallkoliken, die sie selbst nur als Bauchschmerzen benennen kann. Ihr Körper hat in den vergangenen 4 Monaten ganze 14 Kilogramm verloren. Ihre Energiereserven sind so gut wie aufgezehrt. Das zusätzliche Quecksilber verstärkt zum einen den Effekt des Bleis auf Martinas Körper und stört zudem wichtige Stoffwechselaktivitäten im Körper. Ohne zu wissen, warum, ist Martina deutlich bewusst. Sie schwebt in Lebensgefahr. Lange hält ihr geschwächter Körper nicht mehr durch. In diesem Fall war es ja so, dass der Hausarzt dann irgendwann ganz gezielt Blutblei-Untersuchungen durchgeführt hat und dabei dann eben zutage kam, dass da wohl ein erhöhter Bleistatus im Körper ist. Aber von den Symptomen her und von der Ausbildung her ist das so, weil es eben so seltene Fälle sind, dass üblicherweise ein Mediziner erstmal an andere Belastung denkt oder an andere Krankheitsbilder denkt als an eine Schwermetallbelastung. Das hätte einfach noch 2-3 Monate weitergehen müssen. Dann wäre da sicherlich das tödlich für die Martina ausgegangen. Martina ist, wie so oft der Zeit, bei ihrem Hausarzt. Sie redet mit ihm darüber, dass ihr bisher noch von keiner Seite eine plausible Diagnose gestellt wurde. Der Arzt entnimmt wieder eine Blutprobe und Martina bittet ihn, diese auf eine mögliche Vergiftung zu untersuchen. Sie hat zwar keinen konkreten Verdacht, will aber nichts unversucht lassen. Beim Blick auf das Ergebnis sieht der Mediziner, dass Martina zu wenige rote Blutkörperchen hat und dass eine sogenannte basophile Tüpfelung vorliegt, Zeichen einer Bleivergiftung. Martina erstattet daraufhin Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. Rainer Hartmann ist sich relativ sicher, dass Martinas Fall nicht einzigartig ist, im Hinblick auf diese sehr lange Zeit, die es gedauert hat, bis ihre Schwermetallvergiftung erkannt worden ist. Also heute kommen die relativ selten vor. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Wir haben sehr hohe Standards in der Industrie. Es gibt kaum noch Belastungen der Beschäftigten an Arbeitsplätzen zum Beispiel, weil eben Luftabsaugung installiert ist. Die Produkte werden angefeuchtet, um Staubentwicklung zu vermeiden. Es wird Atemschutz getragen, wenn es nicht anders möglich ist. So dass wir also heute Schwermetallvergiftung im industriellen Bereich eigentlich kaum haben. Was wir natürlich haben, ist die Giftbeibringung, sei es durch Selbstmordabsichten oder eben durch dritte Personen. Und das kommt natürlich sehr selten eigentlich vor. Einen Tag, nachdem Martina bei der Polizei gewesen ist, entdeckt sie in ihrem Auto die gleichen silberfarbenen Kügelchen wie vor Tagen in ihrem Backofen. Sie benachrichtigt die Polizei. Die untersucht daraufhin beide Autos und sie wird fündig. Hochgiftiges Quecksilber. Die Beamtinnen raten Martina, die Autos nicht weiter zu benutzen und auch das Haus zu räumen. Hier kommt der Gefahrstoffexperte Rainer Hartmann ins Spiel. Er wird nämlich beauftragt, das Haus auf weitere Schadstoffquellen zu untersuchen. Und kurz darauf beginnt Martina eine Entgiftungstherapie. Wie die funktioniert, kann der Sachverständige uns erklären. Also die ganzen Schwermetalle reichern sich irgendwo im Körper an. Einige Schwermetalle halt in den Nieren, andere in der Leber. Und Blei geht sehr gerne in das Knochengewebe zum Beispiel hinein, verdrängt dort das Calcium und bindet an den Stellen, wo Calcium im Knochen saß, an. Sodass wir also ein Depot an Schwermetallen, vor allem am Blei, im Knochengewebe haben. Zusätzlich gibt es zum Beispiel einen Knochenabbau, dann wird dieses Blei sehr schnell wieder aus dem Körper freigesetzt und kann dann zu akuten Vergiftungen sogar viele Jahre später führen. Das Ganze kann man aber auch ausnutzen, indem man halt bestimmte Medikamente verabreicht, Chelatbildner zum Beispiel, also organische Substanzen, die halt bevorzugt Schwermetalle an sich binden. Und darüber kann man halt diese hohe Schwermetallbelastung, die man im Körper hat, langsam auch wieder ausschwemmen. Das ist aber ein Prozess, der über mehrere Monate dauert und sehr intensiv auch begleitet werden muss. Quecksilber kann man ähnlich ausschwemmen, aber ist eben ein sehr langfristiger Prozess. Und dieses Ausschwemmen der toxischen Metalle verhindert nicht unbedingt, dass Folgeschäden auftreten können. Möglich sind zum Beispiel Nierenschäden, Knochenabbau, Leberschäden, Nervenschäden, Gedächtnisverlust bis hin zu einer Alzheimer-Erkrankung, Parkinson oder auch einem frühen Tod. Ich glaube, der Druck und die Belastung, die davon ausgeht zu wissen, ich kann jederzeit einen frühen Tod sterben und ich habe ein großes Risiko, schwere Erkrankungssymptome immer wieder zu erleiden, das kann man sich kaum vorstellen, wie belastend sich das auswirken kann. Die beste Option wäre, wenn es Martina gelingen könnte,
dadurch aber jeden Moment, der ihr geschenkt wird, an Gesundheit und an weniger Beeinträchtigung wirklich voll auszukosten. Das ist das, was, naja, bestenfalls passieren kann. Schlimmstenfalls ist es aber auch eine ganz, ganz große Arbeit und Herausforderung für Martina, diesen Gedanken immer wieder im Hinterkopf zu haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das wie ein grauer Nebelschleier über den ganzen Alltag legt und auch alles einfärbt. Wie es Martina tatsächlich heute geht, schauen wir uns am Ende an und auch, wie sie heute über ihren Ex-Mann spricht, der zum Täter geworden ist und ihr so lange Schaden zugefügt hat. Dass er tatsächlich hinter ihrer Vergiftung steckt, das erfährt sie Mitte Dezember 2014, ein halbes Jahr, nachdem er angefangen hat, Martina Bleiacetat unterzujubeln. Mittlerweile wohnt sie schon einen Monat nicht mehr in dem kontaminierten Einfamilienhaus. Martinas Anwalt teilt ihr mit, dass Patrick V. festgenommen wurde, nachdem BeamtInnen bei einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung Quecksilber in Flaschen und eine Einwegspritze finden. Darüber hinaus übrigens auch Waffen, für die er keine Erlaubnis hat. Martina weiß jetzt, dass der Mann, der ihr vor 7 Jahren den Eheschwur gegeben hat, derjenige ist, der ihr die ganzen letzten Wochen diese Schmerzen zugefügt hat, körperlich wie seelisch. Sie weiß jetzt, dass alle vermeintlich fürsorglichen Nachfragen zu ihrem Gesundheitszustand und auch das theatralische Anbieten der Leberspende nur gespielt war. Es hat ihn nicht interessiert, ob es ihr gut geht, sondern er wollte wissen, wie schlecht es ihr schon geht, wie weit die Vergiftung fortgeschritten ist. Martinas Bild von Patrick V. verändert sich komplett. Das ist psychologisch natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, wenn das Vertrauen ausgerechnet von einer Person, die man geliebt hat, mit der man das Leben teilen wollte, der man vertraut hat, so massiv zerstört wurde. Das kann einen schon ganz schön umboxen und auch sehr nachhaltig beeinflussen. Es gibt Traumafolgestörungen, die genau darin münden, nämlich ein ausgeprägtes Misstrauen in alle Menschen und in alle Beziehungen. Also es kommt wirklich sehr darauf an, ob Martina das schafft, das, was da alles passiert ist, sozusagen als Eigenschaft dieses einen Täters zu verorten und bei diesem einen Menschen zu belassen, oder ob sie darüber das Vertrauen in Beziehungen ganz allgemein verliert. Etwa ein Jahr, nachdem Martina sich von Patrick V. getrennt hat und er sie daraufhin vergiftet hat, findet die Gerichtsverhandlung gegen den Täter statt. Martina ist anwesend und auch Rainer Hartmann, der Gefahrstoffsachverständige, der die Untersuchung im Haus durchgeführt hat. Mich hat's erstaunt. Der Mann war nicht unsympathisch, der Mann war intelligent, dass er zu so einer Tat fähig ist, hätte ich nicht erwartet. Ja, weil Täter zu sein hat ja erstmal nicht unbedingt was damit zu tun, wie sympathisch oder wie intelligent jemand wirkt. Und es zeigt eben auch, dass TäterInnen nur selten als solche zu erkennen sind. Rainer Hartmann erinnert sich aber nicht nur an den Täter, er erinnert sich auch an Martina vor Gericht. Ja, die Betroffene, die hat es natürlich alles nochmal sehr, sehr mitgenommen. Und da wird ja alles nochmal von ganz unten hervorgeholt. Und auch die emotionale Belastung ist sicherlich eine sehr große. Einmal die für normale Personen ungewohnte Gerichtsatmosphäre natürlich, die Konfrontation mit dem Angeklagten und eben alles nochmal selber berichten zu müssen, wie schlecht einem das ging und was einem widerfahren ist. Patrick V. ist schon von Anfang an geständig, schon bei den Polizeibefragungen. In der Hauptverhandlung entschuldigt er sich sogar bei Martina und sagt, dass er seine Tat bereut. Das kann er natürlich mit Kalkül gemacht haben, damit die Strafzumessung geringer ausfällt. Wir wissen also nicht, wie ernst er das gemeint hat. Martina tritt als Nebenklägerin auf. Während sie ihre Aussage macht, schaut sie den Täter immer wieder an. Sie schaut ihm ins Gesicht, während sie erzählt, wie sie sich vergangenes Jahr gequält hat. Sie will, dass es ihm ganz deutlich wird, was er ihr angetan hat. Aber an einem Punkt der Verhandlung laufen der sonst so taffen Martina Tränen übers Gesicht. Und zwar, als die möglichen Folgeschäden angesprochen werden. Der jetzt 39-jährigen Frau, die immer noch einen großen Kinderwunsch hat, wird in diesem Moment nämlich ganz deutlich vor Augen geführt, dass ein eigenes Kind zu bekommen für sie keine Option mehr ist. Rainer Hartmann war ein halbes Jahr zuvor derjenige, der Martina diese traurige Info als erster mitgeteilt hat. Der dringende Rat, den ich auch der Martina damals gleich gegeben hatte, war, bitte werden Sie nicht schwanger, das kann nicht gut ausgehen. Wir wissen es von Regionen, wo halt hohe Bleibelastung geogen in der Umwelt vorhanden sind oder auch anthropogen in der Umwelt vorhanden sind. Auch dort gibt es zum Teil erhebliche kognitive Defizite, bei Kindern zum Beispiel.
Vor Gericht wird auch betont, dass Martina fast an den Vergiftungen gestorben wäre und dass nur eine Verkettung glücklicher Umstände ihr Leben gerettet hat. Aber die Aufnahme erfolgte halt über einen mehrmonatigen Zeitraum, so dass also die akute toxische Wirkung sich nicht entwickeln konnte. Dazu kommt, dass sie zum Glück keine Schwermetallvorbelastung durch mögliche Amalgamzahnfüllungen hatte und auch keine großen Mengen Alkohol getrunken hat und sich auch immer wieder übergeben musste, sodass dadurch auch wieder Blei ausgeschieden werden konnte, bevor es der Körper aufgenommen hat. Das Gericht verurteilt Patrick V. am Ende des Prozesses wegen versuchten Mordes. Die Abwägung all dieser Umstände ergibt, dass eine Freiheitsstrafe von 11 Jahren und 6 Monaten Tat und Schuld angemessen sowie zur Einwirkung auf den Angeklagten erforderlich, andererseits aber auch ausreichend ist. Martina hat überlebt und sie hat sich zurück ins Leben gekämpft. Wir haben mit ihr telefoniert. Sie ist mittlerweile 46. Und wir haben von ihr erfahren, dass es ihr heute soweit wieder gut geht. Mittlerweile ist sie seit 13 Jahren selbstständig und sehr stolz auf ihre eigene Firma, die super läuft. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie stolz Bilder der Objekte, die sie bewertet. Und wenn sie ein Foto von sich bei der Arbeit zeigt, findet man darunter den Hashtag Businesswoman. Und genau deshalb, weil bei ihr alles so gut läuft und weil sie mittlerweile ein bisschen Abstand gewinnen konnte zu diesem dunklen Kapitel vor 8 Jahren, wollte sie uns eben jetzt kein Interview geben. Deshalb haben wir den Fall auch anonymisiert. Den letzten Medienauftritt zu den Taten gegen sie, den hatte sie Anfang 2021 in einer Fernsehsendung. Dort macht sie deutlich, dass sie nur noch von Täter spricht, wenn sie über Patrick V. redet. Worte wie Mann oder Ex-Mann benutzt sie für ihn nicht mehr. Wenn sie an ihre Ehe mit Patrick V. zurückdenkt, dann stellt sie jetzt fest, dass es kein Wir gegeben hat. Für dieses Fernsehinterview ist es Martina auch sehr wichtig gewesen, dass sie nicht in ihrem eigenen Zuhause gefilmt wird, sondern dass es in einem Hotelzimmer stattfindet. Sie möchte ihre Privatsphäre schützen. Es kann gut sein, dass sie nach diesem massiven Vertrauensbruch verständlicherweise Probleme hat, wieder Vertrauen zu fassen. Zumindest wissen wir, dass Martina während der Gerichtsverhandlung 2015 unter Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hat. Eine posttraumatische Belastungsstörung kann den Alltag ganz, ganz erheblich beeinträchtigen. Man kann sich das vorstellen, wie als würden ungewollt und aus teilweise gar nicht so klar erkennbaren Anlässen heraus plötzlich und überfallartig Gedanken und Bilder, manchmal ganze Szenerien in den Kopf schießen und man reagiert darauf so, als wäre es wieder so. Es hat eine Qualität von hier und jetzt. Es ist nicht, als würde man sich an irgendwas erinnern und weiß zum gleichen Zeitpunkt, ja, das ist jetzt eine Erinnerung, sondern man ist vollkommen gefangen in diesem, was wir Flashback nennen. Und da das so überfallartig auch über einen hereinbrechen kann, zu allen möglichen Gelegenheiten, kann das wahnsinnig beeinträchtigend für eine normale Alltagstauglichkeit sein. Und es kann über die Dauer der Zeit auch sehr nachhaltig die Persönlichkeit und das ganze Leben beeinflussen. Martina hat sich therapeutisch behandeln lassen und es scheint ihr heute gut zu gehen. Im Sommer 2021 hat sie erneut geheiratet. Auf ihrer Instagram-Seite postet sie kurz danach ein Bild von sich und ihrem Ehemann mit den Worten: Wegen Flitterwochen ist mein Büro aktuell nicht besetzt, und dahinter ein Herzchen-Smiley. Als Ort gibt sie Wolke 7 an. Man sieht auf diesem Bild, wie sie ganz eng an ihrem Ehemann steht. Sie hat den rechten Arm um ihn geworfen und er hält ihre linke Hand liebevoll fest. Er trägt einen schwarzen Anzug, weißes Hemd und schwarze Fliege, außerdem eine Pilotensonnenbrille. Martina trägt ein enges weißes Spitzenkleid mit tiefem Rückenausschnitt. Ihre Haare sind offen, lang und gelockt. Martina scheint wieder mitten im Leben zu stehen und sie scheint glücklich zu sein. Im Jahr 2002 kommt es in Bern in der Schweiz zu ungewöhnlich vielen Raubüberfällen auf Frauen. In der Stadt herrscht Angst, aber die 23-jährige Iris will sich davon nicht zurückhalten lassen. Sie ist nachts alleine auf dem Weg von der Bahn nach Hause, als sie von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen wird. Es ist der gleiche von Frauenhass erfüllte Täter, der auch die Raubüberfälle begangen hat. Den ganzen Fall hört ihr in der nächsten Folge 12 Leben. Für Feedback und Anmerkungen könnt ihr uns immer gerne eine Mail schreiben an 12leben@bosepark.com. Die Adresse findet ihr zum Nachlesen auch nochmal in der Folgenbeschreibung. „
12 Leben, Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Moderation Clara Engelin und Massimo Maio. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Madeline Petri und Katharina Frebel. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Autorin Madeline Petri. Schnitt und Sounddesign Mats Leubner, Pascal Mokrosch und Alexander von Bargen.